So, hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Wir sind raus aus Midgard, die Maus ist schon wieder im Weg. Und ja, wir haben es geschafft, wir sind draußen und müssen jetzt, uns zurechtfinden. So, hier ist Midgard, wir müssen, glaube ich, hier rüber. Ich glaube, wir müssen dahin. Tolle Map, oder? Das muss kaum sein. Ich frage mich, ob schon alle da sind. Lass uns schnell rüber zum Gasthaus gehen. Auf geht's, Cloud. Ja, das machen wir gleich. Hey, komm schon, hör mir zu. Hast du was Interessantes zu sagen? Nein. Anscheinend nicht. So, bist du eine Karl? Dank der Makroenergie ist das Leben ziemlich bequem. Dank sei Shinra. Findest du nicht auch? Nein. Aber ich hasse es mir vorzustellen, wie das Leben wohl ohne Makroenergie wäre. Ja, toll. Ja, Shinra, toll, Shinra, heil, Shinra, alles toll. Nehmen wir uns gleich mit. Items sind immer gut. Immer, bei RPGs immer umschauen, bitte. Ja? Also Items und so. Waffen. Makroenergie hat alles viel bequemer gemacht. Aber es scheint, dass viele Pflanzen und Tiere mit rasender Geschwindigkeit aussterben. Ich finde, das alte Leben war besser. Findest du nicht? Ja. Klar habe ich recht. Du weißt, das weißt du nicht, wahr? Ja. Hier. Nein. Okay, da ist nichts mehr. Nein. Gut, danke für den Edda. Hast du gesagt, du kommst aus Midgard? Ich habe dort auch mal gelebt. Aber ich habe gehört, dort gibt es in letzter Zeit viel Ärger. Ja. Ja, komm. Hi. Was, mehr ist da nicht drinnen? Na toll. Nochmal Eiter, verschlossen, kannst nicht öffnen. Schade. Da war ein komisch dreinblickender Mann mit einem schwarzen Umhang. Er trug ein furchtbar aussehendes Schwert. War das Sephiroth? Nein. Hier ist nix. Hier sind Kinder. Mein älterer Bruder ist so dumm. Er ist so plump, ich könnte heulen. Wenn ich groß bin, werde ich Soldier. Deshalb trainiere ich jetzt so hart. Mach's nicht, Kleiner. Mach's nicht. So. Hier haben wir nix. Und da hinten. Whee! Aber hier. Peacemaker. Was haben wir denn da? Was ist denn das? Nein. Amateur? Peacemaker, Fernkampfwaffe, das ist... Oh, das ist für einen Vincent, okay, für das schon. Ach ja, Vincent, das ist so ein optionaler Charakter, den man freischalten kann. Ich hoffe, ich schaffe das. Der ist nämlich nicht so einfach, genauso wenig wie die Yuffie. Die Bodenschätze in der Nähe des Reaktors sollen aufgebraucht sein. Wir sollten der Makroenergie bald adieu sagen. Ich hätte gerne eine Waffe, für den Clown. Ist das wahr, dass Shinra Ungeheuer erschaffen hat? Das ist wahr. Naja, wie auch immer. Solange wir Reaktoren benutzen, können wir Shinra nichts vorwerfen. Wow. Ja, du, das ist ja. Den Edda brauchst du ja nicht. Hoppla.
Richtung. Die Welt ist in Frieden, alles ist in Ordnung. Ja, ja, red dir das ein. Es ist in der heutigen Welt. Alles ist gut, alles ist toll. So, was haben wir hier oben? Das ist das Objektgeschäft. Wir brauchen Tränke. So, 10. Phönixfedern. Gegenmittel, Augentropfen, nein. Beruhigungsmittel, nein. Zelt. So. Was haben wir hier? Materia. Erde. Gift, Rauch, Analyse, Behandlung. Die bräuchte ich. Die zwei habe ich. Die habe ich nicht. Die brauche Erdbeben. Ich weiß nicht. Was bist du? Waffengeschäft. Bitte habe ein Schwert. Ja, endlich. Ja, ja. Sehr gut. Dann kann ich mir da noch die Erde kaufen. Also Erdbeben. Endlich ein neues Schwert für Cloud. Gott sei Dank. Oh, warte mal, die Materialien. Behandlung gebe ich an der Ares. Die Behandlung ist, glaube ich, da sowas wie Cure, also von Nebenwirkungen heilen, sagen wir es so. So, wir sind hier drinnen. Mr. Cloud, Ihre Gruppe erwartet Sie im zweiten Stock. Dankeschön. Dann gehen wir da gleich mal hin. Cloud, du kommst spät. Hey Mann, du kommst spät. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Schätze, sind jetzt alle hier. Erzähl uns deine Geschichte über Sephiroth und die Krise, in der sich der Planet befindet. Erzähl uns alles. Okay. Ich wollte mal wie Sephiroth sein, also wurde ich Soldier. Nachdem ich bei einigen Einsätzen mit Sephiroth gearbeitet hatte, wurden wir Freunde. Den nennst du einen Freund? Tja, nun, er ist älter als ich und sprach fast nie über sich selbst. Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, man könnte uns als Kriegskameraden bezeichnen. Wir vertrauten einander. Bis eines Tages... Eines Tages? Nach dem Krieg wurden die Soldier beauftragt, den Widerstand gegen Shinra zu brechen. Das war vor 5 Jahren und ich war 16. Es regnet wirklich in Strömen. Da, halt, da ist er, da ist Sephiroth! Hey, wie geht's? Alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ich war noch nie seekrank. Ja, wir sitzen hier, wir sitzen in einem Auto. Alles klar? Hey. Beruhige dich. Sie haben mir eine neue Materie gegeben. Ich will es einsetzen. Wie ein Kind. Willst du uns über den Einsatz aufklären? Das ist kein normaler Einsatz. Gut. Warum sagst du das? Ich bin Soldier geworden, um zu sein wie du. Als ich endlich zur ersten Klasse befördert wurde, war der Krieg schon vorbei. Mein Traum, ein Held wie du zu werden, wurde durch das Kriegsende zunichte gemacht. Darum melde ich mich immer, wenn es einen Auftrag gibt, um mich selbst auf die Probe zu stellen. Sag, wie fühlst du dich, Herr Sephiroth? Ich dachte, du wolltest den Zweck der Mission erfahren. Unsere Mission besteht darin, einen alten Unsere Mission besteht darin, einen alten Makoreaktor zu untersuchen. Berichten zufolge gibt es eine Störung und schlimme Monster entstehen. Zunächst müssen wir die Kreaturen loswerden. Dann werden wir die Ursache der Störung ermitteln und beseitigen. Monster. Wo? 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 Im Makoreaktor bei Nibelheim. Nibelheim, da komme ich her.
deine Heimatstadt. Und sie ist gerade besetzt und in den LKW gelaufen. Das muss das Monster sein. Wir kämpfen mit Happy John. Und Happy John ist sehr stark und Cloud ist gleich tot. Nein, doch nicht. Oh, seht ihn euch an! Seht ihn euch an, dieses Bild von einem Mann! Sephiroths Stärke ist unvorstellbar. Er ist in Wirklichkeit noch stärker als in jeder Geschichte, die ihr vielleicht über ihn gehört habt. Aber was hat das mit dir zu tun? Ich? Ich war fasziniert von der Art, wie Sephiroth kämpfte. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann erreichten wir Nibelheim. Wie fühlst du dich? Das ist das erste Mal seit langem, dass du in deiner Heimatstadt bist, oder? Also, wie fühlt es sich an? Keine Ahnung, ich habe keine Heimatstadt. Was ist mit deinen Eltern? Meine Mutter ist Genova. Sie starb direkt nach meiner Geburt. Wisst ihr noch, wer Genova ist? Mein Vater. Ich weiß, wer sein Vater ist. Was macht das schon? Also gut, lass uns gehen. Hier stinkt's ganz schön nach Marco. Psst, wenn du weiter hier rumwanderst, bekommst du Schwierigkeiten. Es ist so langweilig, Waffe zu halten. Sollen wir tun, was wir sonst auch immer tun? Sollen wir üben? Üben. Ach, du meinst meine Pose. Muss man als Soldier immer darauf achten, was andere Leute denken? Wie ging das noch? Weißt du? Gute Arbeit. Ich will wirklich nicht Soldier sein. Hey, Moment mal. Ist es nicht, der Name von Sephiroths Mutter? Ich erinnere mich an Genova, dieses verdammte, kopflose Gespenst, das im Shinra-Gebäude lebt. Das stimmt. Barrett, würdest du uns bitte hören lassen, was Cloud zu sagen hat? Frank, kannst du hinterherstellen? Tifa, ich hab doch nur... Okay, Cloud, fahr fort. Die Freunde sind wieder vereint. Ich war wirklich überrascht von Tifa. In der Stadt ist es ruhig. Alle bleiben wahrscheinlich aus Angst vor dem Monster im Haus. Nein, vielleicht haben sie Angst vor uns. Wir machen uns im Morgengrauen in Richtung Reaktor auf. Seht zu, dass ihr früh ins Bett kommt. Wir brauchen nur eine Wache, sodass die anderen etwas ausruhen können. Meine Haare sind für heute so wie Widerspenster. Oh, und ihr könnt eure Familie und Freunde besuchen. Ich hörte, dass Sephiroth kam und habe mein Futterparat gezückt. Ich möchte ein Bild von Sephiroth und einem Monster. Geh ins Haus zurück, es ist gefährlich. Fotografier mich. Geh ins Haus. Na gut, Schwachkopf. Hä? Dieser Typ ist echt... Du, bist du Cloud? Oh, wirklich? So ist das also? Ja, so ist das. Halt die Schnauze. Hab ich Geld? Willkommen. Hä, bist du nicht... War ich schon mal hier? Ich kann mich nicht erinnern. Jetzt geht's mir auf die Nerven, das ist doch egal, mach schon weiter. Das kommt übrigens immer, wenn wir in Erinnerung herumgehen und uns umschauen. Mann, ich bin so nervös, warum? Hör mal, man weiß nie, wann ein Monster auftaucht, oder? Da gehen wir gleich hinein, einen Moment. Cloud, bist du in mein Haus gegangen? Ja. Ich dachte, du wärst zu Hause. Tifas Haus? Aber nicht in ihr Zimmer. Ja, doch hier in ihr Zimmer. Wir können in ihr Zimmer gehen. Können wir auch das Klavier spielen oder noch nicht? Hast du auf meinem Klavier gespielt? Ja. Habe ich vergessen.
So, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, oh Gott. Es, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ba, ba. Warte mal ganz kurz. Das kann man ganz einfach nachgucken. Das ist nämlich wichtig, das brauchen wir später. Ich weiß leider gerade nicht. Ich weiß, es ist kein Ton. Aber, ich weiß die Reihenfolge gerade nicht. Hallo? Lade schneller. Was? Blödsinn. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. So. La 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 la. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Es gibt hier viel Sachen, die man braucht, die eben wichtig sind für spätere Spiel. Ich weiß es leider nicht mehr auswendig und ich weiß gerade echt nicht mehr die Musik, wie man das macht. So, Moment, Moment, Moment. Das war zu weit. So. Da, 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 da. La 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 la. Ba da 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 da. So, hallo. Da 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 da. So. X Quadrat, Dreieck, Dreieck plus L1 Quadrat. Moment. Das werden wir uns kurz mal hier. Speichern. So. Okay, probieren wir das mal. So, habe ich. Ich erinnere mich. So. X. Nein, falsch. Scheiße. Ende. Ende. So, Moment nochmal. Ich hab mich verrückt. Und du machst es wieder weg. So. X Quadrat Dreieck. Dreieck gibt's nicht. Toll. Dann wird das. Scheiße. Dann wird das nicht funktionieren. Warte mal. Abbruch, wechseln, Menü. Okay. Abbruch, wechseln. B runter oder B hoch oder Abbruch. B runter oder B hoch und Abbruch. B runter oder blablabla. B runter. Was zum Henker ist B runter? Dreieck, 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 Dreieck war das Menü. Nein, Kreis war immer das Menü. Was war Dreieck? Oh, ich glaube, ich kann das nicht. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Warte mal. Okay, also so würde ich es schaffen. X war okay. Ja. Nein. Das war okay. So. X war Abbruch. So. Abbruch. Okay. Dann das Dreieck. Was war das Dreieck? Gute Frage. Gut, ich glaube, das können wir lassen. Das wird nichts mit meinem Controller, weil ich den alten habe und nicht. Also, weil ich den neuen habe, nicht den alten.
Deshalb wird das nichts. Gut, dann gehen wir jetzt zuerst zu unserem... Nein, wir gehen jetzt zu Sephiroth und übernachten. Shinra, um die Monster loszuwerden. Und wer bist du? Ich heiße Zangan, kreise um die Welt und unterrichte Kinder in Kampfsportarten. Ich habe 128 Schüler in der ganzen Welt. In dieser Stadt habe ich eine Schülerin namens Tifa. Hast du Tifa? Ich interpretiere das mal neu. Wie findest du Tifa? Tifa ist begabt. Sie wird einmal eine gute Kämpferin werden. Das ganze Kasten ist heute Nacht für Shinra reserviert. Cloud? Bist du das Cloud? Wir haben uns bestimmt 2 Jahre nicht mehr gesehen. Sag mal, du hast ganz schön was erreicht, jetzt wo du Sephiroth unterstehst. Ja. Was schaust du so? Diese Gegend, ich habe das Gefühl, als würde ich diesen Ort kennen. Tatsächlich. Gut, wir haben ein Bett zu wenig. Tja, blöd. Kommst du? Wir müssen morgen früh aufstehen, du solltest bald schlafen gehen. So, wir gehen schlafen. Ich habe eine Leiterin zum Makro-Reaktor engagiert. Ich hätte, sie ist noch jung. Ich hoffe, wir können uns auf sie verlassen. Dieses Haus da links wird noch wichtig werden. Sobald die Leiterin da ist, machen wir uns auf den Weg. Hör zu, Sephiroth, falls etwas passiert. Vertrau mir. Es wird schon gut gehen, Papa. Ich habe zwei Soldiers als Leibwächter. Ich heiße Tifa. Nett, dich kennenzulernen. Tifa, bist du die Leiterin? Stimmt. Ich bin zufällig die beste Leiterin in der Stadt. Es ist zu gefährlich. Ich lass dich in sowas nicht reinziehen. Die Übersetzung, Mann! Kein Problem, wenn du sie beschützt. Lass uns gehen. Sephiroth, darf ich ein Erinnerungsfoto machen? Tifa, kannst du auch für mich fragen? Bitte lächeln! Prima, danke schön! Jeder bekommt einen Abzug, sobald es entwickelt ist. Am Mount Nebel wurde ein Makro-Reaktor gebaut. Die kalte Bergluft von Nebel war die gleiche. Das ist jetzt eine sehr spannende Episode. Verzeiht mir nur das mit dem Klavier, bitte. Es wird leider nicht funktionieren. Ab hier wird's schwer, mir nach. Oh, die Brücke! Tja, das war's mit der Brücke. Steh auf! Es scheint keinem was passiert zu sein. Es ist irgendwie jetzt versperrt. Die Höhlen sind miteinander verbunden, wie Gänge im Ameisenhaufen. Und Sephiroth, da scheint jemand zu fehlen. Es klingt hart, aber wir haben keine Zeit zum Suchen. Wir können nicht zurück. Weiter. Ab jetzt gehen wir gemeinsam. Wir gehen gemeinsam durch die Hölle mit Sephiroth an unserer Seite. Was ist das? Eine geheimnisvolle leuchtende Höhle. Es muss die Makroenergie sein. Dieser Berg hat besonders viel davon. Deshalb wurde hier der Makro-Reaktor gebaut. Ich bin auch ein Trottel, ich habe immer Generator gesagt statt Reaktor. Ah! Tut mir leid. Also, sich hier umzusehen hat wenig Sinn, da wir in einer Erinnerung sind. Und was ist das? Ein Makrobrunnen. Es ist ein Wunder der Natur. Er ist so schön. Wenn der Makro-Reaktor weiter die Energie aufsaugt, dann trocknet dieser Brunnen auch aus.
Materie. Wenn man Makroenergie kondensiert, dann entsteht Materie. Man sieht Materie nur selten in ihrem natürlichen Zustand. Übrigens, warum kann man, wenn man Materie benutzt, auch Zauberkräfte verwenden? Du warst Soldier und weißt nicht einmal das? Das Wissen und die Weisheit des alten Volkes ist in der Materie enthalten. Wer dieses Wissen besitzt, kann frei über die Kräfte des Landes und des Planeten verfügen. Das Wissen hat eine Wechselwirkung zwischen uns und dem Planeten und beschwört Zauberkräfte herauf. Zumindest wird das behauptet. Zauberkräfte, eine geheimnisvolle Kraft. Habe ich was Witziges gesagt? Ein Mann sagte mir einmal, ich solle nie einen unwissenschaftlichen Begriff wie geheimnisvolle Kraft benutzen. Es sollte nicht einmal Zauberkraft genannt werden. Ich weiß heute noch, wie wütend er war. Wer war das? Hojo von Shinra Incorporation. Ein unerfahrener Mann, der die Arbeit eines berühmten Wissenschaftlers übernehmen sollte. Er war voller Komplexe. Ein Markenbrunnen, das ist also das Wissen des alten Volkes. Wir sind beim Reaktor und nicht beim Generator. Ich bin so doof. Endlich haben wir es geschafft, aber wir haben es ganz schön umständlich gemacht. Tiefe Warte hier. Ich hier auch rein, ich will es sehen. Nein. Nur autorisierte Leute dürfen rein. Hier lagern die Firma Geheimnisse von Shinra. Aber pass auf die Lady auf. Nein, 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 du kommst hier nicht rein. Mann! Pass lieber gut auf mich auf! Ah, ich hab die Musik vermisst. Was ist das? Das ist Genova, oder? Das Schloss geht nicht auf. Genova! Deshalb die Funktionsstörung dieses Teils kaputt. Cloud schließt das Ventil. Warum ist es kaputt gegangen? Jetzt verstehe ich, Hojo. Aber selbst wenn du das machst, erreichst du nie die gleiche Ebene wie Professor Gast. Das System kondensiert und gefriert die Makroenergie, wenn es funktioniert. Was wird aus der Makroenergie, wenn sie so kondensiert wird? Oh ja, sie wird zu Materie. Ja, normalerweise. Aber Hojo hat was anderes da reingetan. Schau mal. Ja, ich würde gern schauen. Aber schaut nicht. Schau durchs Fenster. Was ist das? Soldiers werden mit Mark übergossen. Ihr seid anders, aber immer noch menschlich. Aber was sind die? Sie wurden viel mehr Marco ausgesetzt als ihr. Ist das eine Art Monster? Genau, und Hojo von Shinra hat dieses Monster gemacht. Mutierte lebendige Organismen mit Makroenergie produziert. Das sind diese Monster wirklich. Normales Soldier? Heißt es, du bist anders? Hey, sei verhört! Nein! Wurde ich?
Wurde ich auch so gemacht? Bin ich so wie all diese Monster? Sephiroth! Ups, mein Wecker. Du hast doch gesehen, sie waren alle Menschen. Menschen unmöglich. Seit ich klein war, habe ich immer gedacht, dass ich anders als die anderen bin. Irgendwie besonders. Aber nicht so. Bin ich ein Mensch? Ich habe damals nicht verstanden, was Sephiroth meinte. Ich war fassungslos, dass Shinra Ungeheuer produziert. Das heißt, verdammte Shinra, je mehr ich darüber höre, desto mehr hasse ich sie. Wer hätte gedacht, dass der Makoreaktor ein solches Geheimnis bergen würde? Das würde erklären, warum es in letzter Zeit so viele Ungeheuer gibt. Ich glaube, wir sollten Cloud genau zuhören. Findest du nicht auch, Barrett? Warum sprichst du mich an? So. Wir werden... Warte mal, das sollte ja eigentlich funktionieren. Moment, Moment, Moment. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Okay. Wir werden hier... Nein, wir werden keinen Cut-Spot machen. Wir machen weiter. Steckt seine Nase in Sachen, die nichts angehen. Cloud, warum erzählst du die Geschichte nicht weiter? Tifa, du hast also draußen gewartet? Ja. Wir kehrten nach Nibelheim zurück. Sephiroth schloss sich im Gasthaus ein. Er versuchte nicht mal mit mir zu reden. Und plötzlich war er verschwunden, stimmt's? Wir fanden ihn im größten Gebäude in Nibelheim. Die Bewohner nannten es die Shinra-Villa. Vor langer Zeit lebten Leute von Shinra in diesem Haus. Es ist so heiß, Leute. Er geht hinein. So, ich weiß, wo er ist. Also noch, wie man hinkommt. Keine Ahnung. Ist der Ding schon da, das Safe? Ich glaube nicht. So, wie kommt man denn in den Keller? Ich glaube, da, oder? Nein. Wo ist der Keller? Wo ist der Keller? Wo ist der Keller? Hier? Nein. Ich habe so ein komisches Kratzen im Hals. Es tut mir echt leid. So. Gehen wir mal hier rauf. Darüber. Ah. Keine Spur von Sephiroth, aber er hat diesen Raum betreten. So. Genau, da kommen wir runter. Hui. Hier kann man dann auch später Vincent freischalten. Da ist nämlich... Der ist hier drinnen, was ich weiß. Sephiroth ist hier. Ein scheinbar toter Organismus wurde in einer 2000 Jahre alten geologischen Schicht gefunden. Professor Gast nannte den Organismus Geneva. Geneva als Angehörige des alten Volkes bestätigt. Geneva-Projekt gebilligt. Makroreaktor 1 zur Inbetriebnahme zugelassen. Meine Mutter heißt Geneva. Geneva-Projekt. Ist das ein Zufall? Nein. Professor Gast, warum haben Sie mir nichts gesagt? Warum sind Sie gestorben? Lass mich in Ruhe.
den Schaden. Ich will versuchen, dich davor zu bewahren, verrückt zu werden. Nein, Selfie John! Selfie hört man nicht, dass der Shinra wieder gekommen. Er las weiter wie besessen und das Licht ging kein einziges Mal aus. Ich weiß schon, was ich als Thumbnail verwenden werde für dieses schöne Video. Ah ja, hier ist das Safe. Hier ist das Safe. Nix. Jo, Leidl! Alles in Ordnung? Sephiroth wird verändert. Statten wir mal einen Besuch ab. Mit Zeit auf zu schlafen und hilf! Haha. Ah. Wer ist da? Ha, Verräter. Verräter? Du dummer Verräter, ich werde es dir sagen. Dieser Planet gehörte ursprünglich den Setra. Die Setra waren eine Nomaderasse. Sie zogen umher, ließen sich auf dem Planeten nieder und zogen wieder weiter. Am Ende ihrer schweren, harten Reise würden sie das verheißene Land und höchste Glückseligkeit finden. Aber es kamen welche, denen die Reise nicht passte. Sie hörten auf, umherzuziehen, bauten Unterkünfte und entschlossen sich für ein leichteres Leben. Sie nahmen, was die Setra und der Planet aufgebaut hatten und gaben nicht das geringste zurück. Das sind deine Ahnen. Sephiroth, vor langer Zeit suchte eine Katastrophe den Planeten heim. Deine Ahnen flüchteten. Sie überlebten, weil sie sich versteckten. Der Planet wurde durch das Opfer der Setra gerettet. Danach vermehrten sich deine Ahnen immer mehr. Jetzt sind von den Setra nur noch diese Berichte übrig. Was hat das mit dir zu tun? Kapierst du nicht? Ein Angehöriger des alten Volkes namens Genova wurde in der 2000 Jahre alten geologischen Schicht gefunden. Das Genova-Projekt. Das Genova-Projekt sollte Menschen mit den Kräften des alten Volkes, nein, der Setra, erzeugen. Und dabei wurde ich produziert. Produziert? Ja, der Leiter des Genova-Projekts, ein genialer Wissenschaftler, Professor Gast, produzierte mich. Wie hat er... Sephiroth? Aus dem Weg, ich gehe zu meiner Mutter. Sephiroths Musik! Witzheit, wach auf, hilf uns doch! Okay, der Shinra-Soldat ist weg. Und hat alles niedergebrannt. Ah, du bist das. Bist du noch bei Verstand? Na komm und hilf mir. Ich sehe in diesem Haus noch. Du nimmst das da. Sephiroth, das ist zu schrecklich. Thumbnail! Oh, hi! Thank you.
sind wieder beim Reaktor. Wir sind im Reaktor drinnen. Lauf, 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 lauf. Schneller. Kleiner. Papa. Sephiroth. Sephiroth hat dir das angetan, oder? Sephiroth, Soldier, Shinra, Mag-Reaktoren, ich... Ich hasse sie alle! Nein, Tifa, nicht! Don't do it! Mutter, ich will dich besuchen, bitte mach die Tür auf. Wie konntest du das Papa und einen Stadtbewohner noch antun? Es tut mir wirklich leid. Sephiroth! Huch! Genova. Mutter, lass uns zusammen diesen Planeten zurückbringen. Ich habe eine gute Idee. Komm mit zum Verlass, heißenden Land. Sephiroth, meine Familie, meine Heimatstadt, wie konntest du ihnen das antun? Sie sind zurückgekommen, Mutter. Mit ihrer überlegenen Macht, ihrem Wissen und ihren Zaubergreifen war Mutter zur Führerin dieses Planeten bestimmt. Aber sie, diese nutzlosen Kreaturen, stehlen den Planeten von Mutter. Aber nun bin ich bei dir. Mach dir also keine Sorgen. Was ist mit meiner Trauer? Meine Familie, Freunde, die Trauer darüber, dass mir meine Heimatstadt weggenommen wurde. Das ist genauso schlimm wie deine Trauer. Meine Trauer, worüber soll ich denn traurig sein? Ich bin der Auserwählte. Ich wurde ausgewählt, diesen Planeten zu führen. Mir wurde befohlen, deine Leute auf dem Planeten zu vernichten. Ich habe nur meine Ehre. Ich tue nur meine Pflicht vielleicht eher. Sephiroth, ich hab dir vertraut. Nein, du bist nicht der Sephiroth, den ich früher kannte. Und das ist das Ende der Geschichte. Moment mal, das ist alles? Ich kann mich nicht erinnern. Was geschah mit Sephiroth? Von den Fähigkeiten her hätte ich ihn nie töten können. Die offiziellen Akten weisen aus, dass Sephiroth tot ist. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Die Zeitung gehört Shinra. Du kannst dich also auf diese Informationen nicht verlassen. Ich muss die Wahrheit wissen. Ich will wissen, was passiert ist. Ich forderte Sephiroth heraus und habe es überlebt. Warum hat er mich nicht getötet? Ich lebe auch noch. Es scheint, dass vieles keinen Sinn ergibt. Was ist mit Genova? Es war im Shinra-Gebäude, richtig? Shinra brachte es von Nibelheim nach Midgar. Hat jemand es später entfernt? Es fehlt im Shinra-Gebäude. Sephiroth? Verdammt, es gibt alles keinen Sinn. Ich gehe, hör dir, ich bin weg. Das Ding überlasse ich euch. Hey Cloud, los gehen wir. Warte mal. Ich will speichern.
Cloud, was ist los? Stehst nur herum, während Sephiroth sich auf dem Weg ins verheißene Land befindet? Ich werde weder Sephiroth noch Shinra das verheißene Land erreichen lassen. Falls sie das schaffen, sind wir alle am Ende. Verstehst du, was ich meine? Ja. Du lässt das alles nur mir. Oh, Bruder. Cloud, wie schlecht ging's mir, als Sephiroth mich niederstach? Ich dachte, du liegst im Sterben. Ich war so verzweifelt. Die Alten, Cedra, Genova, Sephiroth und ich. Lass uns gehen, Barrett wartet. Eine faszinierende Geschichte. So, jetzt würde ich gerne speichern. Hey, Cloud, hier. PRS. Gruppenmitglieder aus dem Menü von PRS wählen. Das kann auf der Weltkarte oder im Speichern. Endlich! Bla 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 bla. Was verschwinden wir? Sehr gut. Wir gehen. Wir gehen und speichern. So, meine lieben Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war die Geschichte von Sephiroth. Eine kleine, kurze Geschichte von Sephiroth. Die detaillierte gibt es natürlich erst später im Spiel. Und ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Das mit dem Klavier tut mir halt leid, dass ich das verkackt habe, aber ja. Nee, machen wir das da. Danke fürs Zusehen. Freue mich über jeden Like, über jedes Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wiedersehen. Tschüss.